Es wird schwer, aber ich denke, gegen die guten Mannschaften haben wir immer besser ausgesehen. Und von dem her hoffe ich, dass wir gut ins Spiel kommen, hinten super stehen werden und vorne unsere Chancen, die wir haben, nutzen werden. Und dann bin ich davon überzeugt, dass wir auch gegen Saarbrücken 3 Punkte holen können. Saarbrücken muss gewinnen, um aufzusteigen. Wir müssen gewinnen, um drin zu bleiben. Was glaubst du eigentlich, welcher Druck ist größer? Ich denke, der Druck, den Saarbrücken hat, der ist angenehmer als den wir haben. Aber was heißt Druck? Wir haben jetzt noch 11 Spiele. Da ist es egal, ob jetzt Saarbrücken kommt oder eine Mannschaft, die in unserer Region steht. Wir müssen jetzt so gucken, dass wir so viele Punkte wie möglich holen, um drin zu bleiben. Und am besten fangen wir damit heute an. Ich habe es eben schon bei der Begrüßung gesagt. Saarbrücken hat sich, glaube ich, mit 1200 Fans angekündigt. Wie wichtig wäre es, dass die TuS-Fans heute so rein klangtechnisch da Paroli bieten können, damit wir auch trotzdem Heimspielatmosphäre haben? Ja, ich mache mir da, glaube ich, keine Sorgen, dass das heute von der Stimmung kein Heimspiel von uns wird. Die Stimmung gegen Nötting vor 2 Wochen war sensationell und ich glaube, die wird dieses Mal genauso sein. Dass von Saarbrücken viele Fans mitkommen, ist auch schön. Das macht Spaß, da Fußball zu spielen, aber das ist unser Stadion am Oberwerder und ich glaube, da hat keine andere Mannschaft eine Chance, dass das da kein Heimspiel für uns ist. Wir reden gleich weiter über die Situation der TuS. Vielleicht erstmal ganz kurz zu dir. Wie geht's dir? Wann bist du wieder fit? Ja, es ist schwer zu sagen. Ich habe eine Sehnenentzündung unterhalb meines Sprunggelenks und da immer eine Prognose abzugeben, ist schwer. Ich darf gerade relativ wenig machen. Ich darf meinen Fuß nicht belasten. Wenn man sagen könnte, wann ich wieder da bin, ich hoffe, dass ich nach dem Trierspiel wieder einsatzfähig bin. Jetzt mal schauen, wie sich die nächste Woche entwickelt. Umso früher, umso schöner wäre es für mich und für die Mannschaft, aber muss man mal schauen. Das längste Statement von Petrik Sander auf der Pressekonferenz war das, als er aufgezählt hat, wer heute sonst noch alles nicht dabei ist. Wieder eine lange Liste von nicht einsatzbereiten Spielern. Das ist irgendwie schon der Wurm drin, oder? Ja, wenn man jetzt mal die ganze Saison betrachtet, was wir an verletzte Spieler haben, ist es schon krass. Aber nichtsdestotrotz müssen wir das Beste draus machen. Ich denke, die 11, die heute wieder auf dem Platz stehen werden, ist eine schlagkräftige Truppe. Und von dem her ist nicht da mal nachzutrauen, der ist verletzt. Natürlich wäre es schön, wenn alle fit wären, dann hätten wir ganz andere Probleme. Dann wirst du darum gehen, wer spielt auf der Position und wer auf der. Aber nichtsdestotrotz müssen wir gucken, dass alle wieder fit werden und wir viele Punkte holen. Es gibt ja nur 2 Möglichkeiten, 1 oder 3. Hinspiel 0-3, obwohl ihr eigentlich gar nicht schlecht gespielt hattet. Wie hast du das Spiel in Erinnerung? Ja, genauso wie Sie sagen. Ich fand, wir haben extrem gut angefangen, haben Saarbrücken sehr unter Druck gesetzt, aber wie so oft uns nicht belohnt mit dem Tor. Und dann haben wir kurz vor der Halbzeit, glaube ich, ein Standardtor bekommen. Und dann ist uns das Spiel so ein bisschen aus den Händen geglitten. Und dann hat Saarbrücken natürlich die Stärke und lässt sich das dann nicht mehr nehmen. Abschließende Frage, wie geht ihr insgesamt mit der jetzigen Situation um? Glaubt ihr fest daran, das wirklich so aus eigener Kraft noch packen zu können, oder hofft man mittlerweile auch tatsächlich darauf, dass die Zahl der Absteiger nicht die maximale Zahl wird, nämlich 5, denn der Abstand zu dem ersten wirklich sicheren Nicht-Abstiegsplatz ist doch schon recht groß, oder gehen euch so Zahlenspiele gar nicht durch den Kopf und ihr denkt einfach von Spiel zu Spiel und sagt, gewinnen, 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 das ist das Beste? Ja, also natürlich gehen wir in jedes Spiel rein mit dem Gedanken, ja, holen wir 3 Punkte. Und wenn wir das schaffen würden, dann ist natürlich der sichere erste Nicht-Abstiegsplatz natürlich drin. Und wir glauben auch alle dran, aber nichtsdestotrotz muss man auch mal betrachten, wie viele Punkte wir Rückstand haben auf den sicheren Nicht-Abstiegsplatz. Und da geht es jetzt im Moment einfach nur darum, Step by Step den einen Platz nach dem anderen gut zu machen. Ich sage jetzt mal den Platz, den Trier jetzt inne hat, Platz 15, ist glaube ich schon ziemlich sicher, dass der auch rein würde. Natürlich hängt es davon ab, wer hochgeht und wer absteigt, aber ich bin davon überzeugt, dass maximal einer in unsere Liga absteigen würde und wenn dann nur einer hochgeht, reicht der Platz ja schon. Und von dem her schauen wir jetzt einfach, dass wir viele Punkte holen und dann schauen wir, wo wir dann am Ende stehen. Wir drücken die Daumen, dass es klappt und wir drücken dir die Daumen, dass du bald wieder dabei bist. Dankeschön, Daniel Reit, bekommt einen tollen Applaus von euch. Dankeschön. So, bevor ich mich ins Stadion verabschiede, nochmal der Hinweis auf die Auswärtsfahrten. Kann man ja nicht oft genug machen. Englische Woche, Dienstag, also kommender Dienstag, 31. März. Das Spiel bei der Lauterer Reserve abends um 19 Uhr. Abfahrt hier 16.30 Uhr, wer mitfahren möchte. Tickets gibt es drüben am Stand vom DKF. Kostet 18 Euro ein Mitfahrticket. Und am Freitag, den 10. April, das Spiel in Offenbach. Abfahrt 16.45 Uhr. Und auch hier kostet das Busticket 18 Euro.
wir sehen uns gleich im Stadion. Bis gleich.